In der Kunsthalle Palazzo in Liestal ist zurzeit eine wundervolle Ausstellung im Gange zum Literaturnobelpreisträger im Karl Spitteler. Leben und Werk von einem grossen Meister bei mir ist der Niki. Niki, sag mal, was drückt die Ausstellung aus? Ich bin komplett erstaunt durchgelaufen, weil ich habe gesehen, das ist nicht einfach nur der Karl Spitteler, das sind ganz, ganz viele Künstler, die sich vereint zum Thema finden. Der Konrad Hobler und Massimo Madonna, die Ausstellung kuratiert haben, die haben einfach sehr viel links und rechts gesucht, zusammengestellt, auch mit zeitgenössischer Kunst, was sehr interessant ist. Und auch das Frauenbild kommt da sehr stark zum Zug. Es ist einfach eine historische Ausstellung mit unglaublich vielen Dokumenten. Sie braucht Zeit, die Ausstellung. Sie ist wichtig, sie ist auch vielleicht noch wichtig, dass man bei einer Feierung dann dabei ist. Und was wichtig ist, die Ausstellung ist am 13. Oktober ist sie dann fertig. Also man hat nur noch wenige Tage Zeit zum Gehen. Und am Schluss, an der Finissage, gibt es dann noch ein Gespräch und eben eine Feierung. Es sind ganz verschiedene Nischen, die ihr aufgebaut habt, innerhalb der Kunsthalle hier. Man kann sich wirklich verweilen. Was findest jetzt du spannender daran, an dieser Zusammensetzung? Also ich finde der Überraschungsmoment, durch das man hier verschiedene Wände eingebaut hat, also unser Techniker, der Johnny Morris, hat sich da viel Mühe gegeben, eine neue Situation zu schaffen. Und die Überraschungen, dass von Raum zu Raum taucht wieder etwas Neues auf, gibt es Bezüge zu anderen Räumen und zu anderen Kunstszenen und so. Und das, also auch der Überraschungsmoment, das finde ich auch das Spannendste daran, an dieser Ausstellung. Karl Spitteler als Künstler selber, wie hast du das erlebt? Ich nehme an, du hast auch selber in dieser Ausstellung noch mal einiges über ihn gelernt. Also ich habe viel, viel kennengelernt und habe vorher nicht sehr viel gewusst. Ich habe gewusst, dass er Literaturnobelpreisträger ist, der einzige in der Schweiz. Und habe natürlich eben anlässlich von diesen Feierungen habe ich so viel mitbekommen, dass ich ehrlich gesagt wirklich froh bin, dass wir die Ausstellung glaube, fast 3 Monate lang offen hatten. Und es hat immer noch Leute, auch jetzt noch, die gerne kommen. Also, und das ist für euch die Einladung, die letzten paar Tage für euch nochmal die Möglichkeit, hier in der Kunsthalle Palazzo in Liestal die grosse Ausstellung von und über den Karl Spitteler anzuschauen.